doch mal meine Yuna in Ruhe. Yuna, du bist ausgewechselt gegen Waka. Du warst gegen mich, glaube ich, auch nur nicht dran. Ja. Lulu, du darfst natürlich weiter zaubern. Nicht. Ja, verbietet dir keiner. Das wäre jetzt eigentlich, wo es mir gerade so kommt, ein perfekter Kampf gewesen, um Wakas Ekstase zu demonstrieren. Scheiße. Naja, vielleicht kommen wir noch mal sowas. Oren, die packst du, komm. Oh, Oren. Oren, mach doch nicht sowas. Wieso tust du mir das an? Wieso? Oh, verteidige mal, Waka. So, Lulu, jetzt komm, mach sie kaputt. Och, und Menno, wieso hab ich keine Salami mehr, sehe ich gerade. Ja, neben mir liegt gerade Salami, die habe ich vorher gegessen. Wieso habe ich keine Salami mehr, Mann? Ich bin so arm, ich habe keine Salami mehr. Ja, Hauptsache ich bekomme zweimal den gleichen Momba. Momba Feuer. Ist das jetzt ernsthaft das, was ich denke? Wenn das jetzt wirklich ein Viech ist, das Hitzeschlag hat... Aber immerhin, der andere hat Wunderwandler, hey! Ja, es ergibt natürlich sehr viel Sinn, dass Lulu eine Waffe hat mit Hitzeschlag. Ja, Lulu, das ist genau die richtige Waffe für dich. Ich habe mir zu viel eingekauft. Hier, bitte nimm das. Antidot mal 4. Ja, was will ich mit dem ganzen Antidot? Ich kann Medica. Kann ich da landen? Das sieht irgendwie so aus, aber auf der Karte ist nicht eingezeichnet. Nein, kann ich nicht. Hallo? Ein Hinterhalt. Och, Menno. Macht's doch nicht dauernd sowas. Ein Hinterhalt ist doch blöd. Waka, was machst du? Du bist so unnütz, du machst einfach mal nichts. Oren, du bist toll, du greifst den hier. Lulu, du bist ebenfalls toll, du machst den hier kaputt. Okay, Kimari, komm du mal rein. Dann kommt als nächstes Yuna. So, und da kommt der liebe Spike. Und jetzt mach ihn down. Natürlich vernichtend. Ach, du bist so toll. Das ist so toll mit dir, Spike. Wenn du den Weg von Oren gehst... Ja, er geht gerade den Weg von Oren. Wenn du den Weg von Oren gehst... Ach, das ist so toll. Weißer Reif und Flammenschwert. Weißer Reif erklärt sich in der Regel von selbst. Wird wahrscheinlich wieder ein Reif sein mit Kälteschutz. Oder Kälteball. Oder Kältesog. Oder Ex-Eis. Könnte alles sein. Flammenschwert, das interessiert mich auch nicht, ganz ehrlich. Ist doch alles Trash, was ich hier bekomme. Aber es ist Geld. So, gehen wir mal hier rechts. Hier geht's lang. Hier ist doch eine Kiste. Komm, Kiste, Kiste. Ja, Kiste. Und Gegner. Stimmt, da fällt's mir ein. Ich darf ja nicht sagen, dass da eine Kiste ist. Oh Gott, ihr schon wieder. Gottes Willen, ihr schon wieder. Ich merke schon, ich mecke eigentlich viel zu viel. Ich bin die ganze Zeit eigentlich nur noch am Meckern, 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 Meckern. So, Lulu, komm du mal rein. Leiste uns mit deinen zwei schlagfertigen Argumenten Gesellschaft. Das hast du toll gemacht, Lulu. Der springt eher in die Möpse. Lulus Möpse gehören nur mir, merkt mir das. So, wen habe ich jetzt eigentlich ausgewechselt? Komm, es kommt du mal rein, Waka. Nein, du bist Oren. Scheiße, du Betrüger, du bist nicht Waka. Ich will Waka drin haben. Ich glaube, ich habe jetzt alle. Glaube ich. Ja, ich müsste alle haben, ja. Du hast gar nichts gemacht, Waka. Ja, es waren alle dran. Ein Schlafschild, davon wieder zwei. Sag mal, was ist denn los? Ich bekomme ja nur noch Items. Ja, woran liegt's? Es wird denn vernichtend. Ja. Normalerweise bekommt ihr nicht so viele Items, nein. Aber da ich ja das liebe vernichtend immer erziele, bekomme ich natürlich überdurchschnittlich viele Erfahrungspunkte. Und natürlich habe ich auch eine höhere Chance, dass die Monster mir Rüstungen hinterlassen. Tja, und ich hau hier ja ein vernichtend nach dem anderen raus. Hallo. Gut, den linken kann ich wieder vernichtend machen, das ist schön. Und tschüss.
Waka, du verteidigst mal, weil du einfach blöd bist. Du machst mein Ding kaputt, Orin. Gut. Du bist ausgewechselt gegen Kimari. Du wirst ausgewechselt gegen Lulu. Nein, das war dumm. Warum denn gegen Lulu? Nein, du wirst ausgewechselt gegen Yuna. Und jetzt kommst du erst, Lulu. So. Nein, was mache ich denn für eine Scheiße? Yuna, du musst doch auch eine Aktion machen. Meine Güte. Ich bin gerade zu blöd, um diesen Kampf zu beenden. Ah, Scheiße. Ja, erledige das, Lulu. Mach, dass der Kampf vorbei ist, bitte. Mach, dass der Kampf vorbei ist. Ich bin gerade zu blöd dafür. Danke, Lulu. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So. Es hagelt nur noch so die Level-Ups und die Spheroiden und die Rüstungen und die Items und alles ist einfach toll. Hallo, hast du irgendein Item für mich, du da? Mit guter Ausrüstung geht's nicht schief. Hier, nimm das hier. Hier, 600 Geld. Das nennst du Ausrüstung? Ich hab jetzt gemeint, ich krieg von dir irgendwie so ein Imba-Schild. So irgendwie ex-tot. Dass ich immun gegen Tod bin. Also immun gegen Sterben, meine ich halt. Ich bin unbesiegbar, so meine ich das. Eine Art Chuck Norris-Schild. Yuna, mach du doch mal bitte... das Viech da ist es... Monster A. Gut, du bist noch lange nicht dran. Dann machst du doch mal bitte einfach Vita auf Lulu. Wunderbar. Okay. Kimari, du wärst einfach ab, denn du bist sinnlos. Und du, Lulu, machst mal bitte mit Feuer das Teil da kaputt. Ja, man merkt irgendwie, dass ich Kimari gar nicht mag. Man merkt es einfach. Ich weiß nicht mal, warum ich ihn nicht mag. Ich mag Löwen. Ich liebe Löwen. Ich weiß nicht mal, warum ich Kimari nicht mag. Keine Ahnung. So, Spike, komm du mal rein. Mach den hier kaputt. Natürlich vernichtend. Ach, es ist so toll. Es ist so toll mit dir, Spike. Und jetzt kommt Waka rein. Und macht das Viech da mal kaputt. Wunderbar. So, ich würde mal sagen, wir machen mal kurz eine kurze Heilrunde mit Ability. Hier können wir auf Yuna gehen. Und mit Vita alle mal kurz voll heilen. Wunderbar ist das. Ja, wunderbar. Oh, Lutz und Gatter. Und der arme Chocobo muss alles ziehen. Ihr seid Monster. Ihr seid Monster. Aber egal, kommt, ich will mal mit euch reden. Hey, nicht abhauen, nicht abhauen. Ich will mit euch reden. Ja, dann rede ich eben mit dem Chocobo. Der ist viel toller als ihr. Ah, Gegner. Der Chocobo ist viel toller als ihr. Okay. Waka, mach mal das Teil da kaputt. Ja, flipp nicht aus, Waka. Kimari, komm, du schaffst den auch. Och, Kimari, du bist doch so nutzlos. Du bist so nutzlos, nicht mal ein Vernichten schaffst du. Du schaffst es nicht mal, den Gegner zu besiegen. Spike, warst du eigentlich schon dran? Ich weiß es nicht, deswegen kommst du nochmal rein. Jetzt kommt Waka, Lulu, du kommst mal rein. Waka war schon dran, das weiß ich, der ist so ausgeflippt. Jetzt kommt Yuna rein und ich merke gerade, dass es total scheiße war, was ich gemacht habe. Deswegen machen wir mal Weißmagie und Ex-Eis. Und man merkt, Yuna hat immer noch mehr als genug MP. Geht MP wie Sau. So, Spike, du verteidigst. Und Lulu, komm, mach das Viech endlich kaputt. Wunderbar. Ach, Lulu, deine Belohnungen sind immer noch die besten. So, es wird jetzt aber definitiv mal Zeit, dass wir mal die Level verteilen, oder was meint ihr? So, verteilen wir mal die Level. Moment mal, wo gehe ich denn hier eigentlich gerade lang? Fuck, ich gehe den falschen Weg. Ich muss doch... Das hier ist doch Yunas Weg, oder? Ja, hier lernt sie beten, aber hey, hier lernt sie Geschick um 3, hey. Ja, du, das lasse ich mir nicht entgehen. Ganz ehrlich, das nehme ich mit.
So, kann ich hier das eigentlich irgendwie sortieren? Nein, kann ich nicht. Ich hätte es gern, dass die Kraftsphären irgendwie so sortiert sind, aber irgendwie ist es nicht so ganz so, wie ich will. Na, immerhin kriegst du gleich nochmal HP dazu. Hey! 400 HP gleich dazu, der leckt mich doch am Arsch. Wirst du noch ein richtiger Tank, ne? Und natürlich, komm, wie soll's denn anders sein? Natürlich kriegt er nochmal Angriff plus 4 dazu. Wie soll's denn anders sein? Habe ich irgendeinen speziellen Sphäroiden für dich, den ich einsetzen könnte? Nein. Magie interessiert mich bei dir noch nicht. Lulu! So, du bekommst mehr MP dazu, dann bekommst du nochmal Zauberabwehr dazu. Und weil ich dich so toll finde, komm, Magie plus 4. Lulu, du sollst schön zaubern. Ich mag dich, Lulu. So, dann kannst du jetzt mal dahin. Und du kriegst gleich noch mehr MP. So bin ich zu dir, Lulu. Das darfst du mir heute Abend alles zurückzahlen. Oh, da freue ich mich schon drauf. So, weiter geht's mit Walker. Was willst du denn Schönes lernen, Walker? Willst du den Stummhieb lernen? Ist das so? Nein, den Schlafhieb. Du kannst schon Stummhieb? Da merkt man mal, wie sehr mich Walker interessiert. Ich weiß nicht mal, dass er schon Stummhieb kann. Wow. Kimari, okay. Wie mache ich das jetzt mit dir? Lerne ich jetzt den Krafthieb oder nicht? Nein, lerne ich nicht. Komm, der Krafthieb ist doch eh sinnlos. So, ich habe mehr als genug. So, du lernst Hass. Das ist schön. Kimari, willst du stark werden? Ja, eigentlich willst du schon stark werden. Also lasse ich dich eigentlich Orins Weg gehen. Ich könnte dich aber auch schnell werden lassen. Das hätte einen Sinn eigentlich sogar. Kimari, zu was mache ich dich? Wobei, hey, ich kann ja... Ich merke sogar, ich kann mit Kimari ja eh keinen Weg mehr gehen. Hey! Ja, da habe ich ja eh noch Zeit zum Überlegen. Oh, Oral 6 Level. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Flip halt aus. Du willst aber definitiv schnell stärker werden. Willst du Hass lernen, Orin? Ganz ehrlich, willst du Hass lernen? Nein, du bist zum Draufkloppen da. Sowas wie Hass brauchst du nicht. Du bist da, um drauf zu kloppen. Dann bekommst du hier nochmal HP dazu. Das ist wunderbar, wunderbar, wunderbar. Was ist das hier eigentlich? Allesbrecher, oder? Allesbrecher, natürlich der Allesbrecher. Ach, Orin, ich will, dass du jetzt schon den Allesbrecher kannst. Warum, Lauren? Warum kannst du ihn nicht schon jetzt? So, ich glaube, wir müssen nochmal heilen. Denn Orin hat so viel HP dazu bekommen, dass er im gelben Bereich ist. Irgendwie, ach, keine Ahnung. Yuna, wo bist du eigentlich? Yuna, da bist du. So, und so. Wunderbar. Chocobo, du willst nicht mit mir reden? Menno. Dann solltest... Hey, red mit mir, du da. Hier sind viele Monster. Nimm die Heilpauschen da, nennen sie und seid glücklich. Ja, die geben einem hier eigentlich ziemlich viel Zeug. Ziemlich viel Zeug geben die einem hier. Yuna, verteidige dich mal, Spike, mach den mal kaputt. Lulu, du kannst verteidigen. Jetzt kommt mal bitte Waka rein. Und mach ihn mal blind, bitte. Dankeschön. Dann machen wir jetzt Kimari. Greif den Typen mal an. Kotz ihn nicht an, du sollst ihn angreifen. Nicht ankotzen. Orin! Mach ihn kaputt. Oder auch nicht. So, ihr drei prügelt jetzt einfach mal auf den einen. Ich glaube, es waren alle dran. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob Spike dran war. Spike, komm du mal rein. Boah, Spike, machst du schon wieder Schaden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm mal du hier rein, Yuna. Ich bin mir bei dir nicht sicher, ob du drin warst. Ich bin gerade total neben der Spur. Spike, mach ihn kaputt. Vernichtend. Ach, Spike, ich liebe dich. Spike, du bist toll. Spike, du... Oh, 103, natürlich. Ach, ist das schön. Ach, ist das Spiel schön. Hey, red mit mir. Hey, we saw the game. You guys were great! Yeah.